So, hallo Christian. Hi Moritz, grüß dich. Dann wechseln wir wohl mal von Englisch auf Deutsch und vom Michigan, Amerika nach St. Helena im Südatlantik. Naja, nach Ganz Tübingen, anderes aber es dreht Projekt. sich alles um St. Helena, ganz genau. Fast das Gleiche. Okay. Du hast mit deiner kleinen Initiative Connect St. Helena 4.500 Einwohnern ein 80 Terabit Unterseekabel beschafft und möchtest uns an der Story teilhaben lassen. Und da freuen wir uns natürlich unglaublich Ja, drüber. also beschafft ist es noch nicht, es ist bestellt bislang, aber dazu komme ich gleich. Erstmal vielen Dank, dass ich heute eingeladen wurde. Das habe ich dem Kai Rechtin zu verdanken. Ich hoffe, der ist diesmal dabei, denn das letzte Mal, als er mich zum CCC nach Berlin eingeladen hat, war er nicht unter den Zuhörern. Ich Mein sehe Kai Name live ist neben Chris. mir im Zoom. Insofern alles gut. Okay. Na gut. Also, mein Name ist Christian von der Ropp. Ich komme aus Tübingen, bin als selbstständiger Berater in der Satelliten- und Telekommunikation unterwegs. Manche von euch kennen mich vielleicht noch aus meiner Zeit in der Peering-Landschaft. Da war ich bei Megaport und eKix in Berlin. Da haben sich auch Kais und meine beruflichen Wege gekreuzt. Und davor war ich bei Omnix und Sofia Connect in Bulgarien tätig. Parallel zu meiner selbstständigen Tätigkeit bin ich auch Mitgründer und Geschäftsführer von einem Interessenverband namens Access Space in London, der also diese ganze New Space-Szene unter einen Hut bringt. Ich habe ein Hobby, das ist eben Breitband in unversorgte oder unterversorgte Gebiete zu bringen. Ich mache das bei einer NGO namens Human Right, die allerdings inzwischen so in der Form nicht mehr existiert. Das Ganze hat sich leider nicht tragen können und im Prinzip ist es ein loser Haufen von Ehrenamtlern, die da noch weiterarbeiten. Die Idee hinter Human Right war eben, dass Informations- und Internetzugang Voraussetzung für die Durchsetzung von Menschenrechten ist, dass es also wirtschaftliche Perspektiven auftut, vor allem aber auch bessere Bildung und bessere medizinische Versorgung durch Telemedizin eröffnet und eben auch die Katastrophenhilfe erleichtert und nicht zuallerletzt eben auch die Demokratie fördert. Nun, St. Helena. St. Helena kennen manche von euch noch aus dem Geschichtsbuch. Es ist im Prinzip bekannt als Napoleons letztes Exil. Er war von 1815 bis 1821 dort. Sein Tod jährt sich in weniger als einem Monat zum 200. Mal. Auf St. Helena bin ich aufmerksam geworden, im Prinzip durch einen leider verstorbenen Klassenkameraden von mir, der nach dem Studium dort 10 Monate verbracht hat, seinerzeit an Satellitenprojekten, und zwar an der Software, an Software Engineering beteiligt war. Und große Schwierigkeiten hatte, während seinen 10 Monaten dort seine Arbeit, also ein bisschen Quellcode hochzuladen, weil die Internetverbindung eben extrem unzuverlässig und langsam war. St. Helena ist, wie gesagt, britisches Überseegebiet im Südatlantik, 4.500 Einwohner, die Ausdehnung ist etwa 11 mal 15 Kilometer, es liegt 2.000 Kilometer westlich von Angola, also weit entfernt von der nächsten Siedlung und Menschenansammlung. Es hatte in der Vergangenheit strategischen Wert und es war vor allem während der Segelschifffahrt war es ein wichtiger Versorgungspunkt. Dort haben also noch alle Segelschiffe die Vorräte wieder aufgestockt, Frischwasser aufgenommen. Und auch in der Zeit der Telegrafie war es dort ein Verstärkungspunkt. Heute ist St. Helena ohne nennenswerte Erwerbsquellen geblieben. Es ist finanziell völlig abhängig vom Mutterland, von Großbritannien, die um die 30 Millionen Euro jährlich zusteuern. Und bis zum Brexit war eben auch die Europäische Union durch den European Development Fund oder zu Deutsch Europäischen Entwicklungshilfefonds der Hauptgeldgeber, der im Prinzip das ganze Inselleben finanzierte. Internet auf St. Helena ist, wie gesagt, sehr langsam. Die Insel lebte
bis 2017 im Prinzip in weitestgehender Isolation. Der einzige Verbindung zur Außenwelt war das letzte britische Postschiff, die RMS St. Helena, die alle 3 Wochen vorbeikam und eben einen Liniendienst nach Kapstadt aufrechterhielt, der dann nach Ascension, die Nachbarinsel etwa 1000 Kilometer nordwestlich, eben noch verlängert wurde. Überfahrt dauerte 5 Stunden, Entschuldigung, 5 Tage. Internet gab es erstmal 1996, das war Dial-up-Internet. Und 2012 kam dann ADSL, der Upstream von der Insel erfolgt über C-Band-Satellitenverbindungen mit 10 Megabit Downlink, 3,6 Megabit Uplink. Das hat sich bis heute nur nominal verändert. Wir sind aktuell bei rund 50 Megabit Down, 10 Megabit Up. Genaue Zahlen veröffentlicht der Internetprovider nicht. Hier mal exemplarisch die Internettarife im Jahr 2013, also das größte Paket, was man bekommt. Damals 5,5 Gigabyte Monatsvolumen kostete 97,20 £, also an die 120 Euro. Überschießendes Datenvolumen schlägt dann mit 9 Pence zu Buche. Das hat sich über die Jahre auch wenig verändert. Hier die aktuellsten Zahlen 2021. Da kriegen wir jetzt also für 160 Pfund im Monat 31 Gigabyte. Bandbreite ist maximal 1,5 Megabit. Entschuldigung, ich sehe gerade 2,5. Das habe ich nicht aktualisiert. Was gemessen am Pro-Kopf-Einkommen eine enorme Summe ist, das Durchschnittseinkommen liegt bei 805 Euro monatlich. Das ist angesichts der sehr hohen Lebenshaltungskosten auf St. Helena, denn fast alles muss importiert werden, extrem viel. Und anteilig am Durchschnittseinkommen entspricht das ungefähr, also dieser Goldtarif, einer Monatsgebühr von etwa 708 Euro gemessen an deutschen Löhnen. Ja, also das sind exorbitant hohe Summen. Ja, die Schwierigkeit im Südatlantik ist einfach, dass wenig Satellitenbandbreite verfügbar ist. Diese ganzen High-Throughput-Satelliten, die hohe Bandbreiten erreichen, haben ihre Spot-Beams auf besiedelte Gebiete ausgerichtet. Einfach, wenn man nur ein gewisses Power-Budget hat, man hat also die Wahl, hat man sehr weite Beams und sendet relativ schwach, braucht dafür eben große Antennen. Oder konzentriert man einfach die Sendeleistung auf kleines Spot-Beams und kann eben mit hoher Sendeleistung, hoher Kapazität fahren. Und das führt eben auch einfach zu der Entscheidung, dass man die Kapazität auf die Landmassen bündelt und ja, entlegene Gebiete wie der Südatlantik haben eben da relativ wenig Kapazität. Dementsprechend sind auch die Preise hoch. Nun, was kann man auf St. Helena machen an Alternativen? Damals 2012, als ich mich für das ganze Problem interessierte, beziehungsweise es fing schon 2011 an, war gerade eine neue Satellitenkonstellation namens O3b, die heute zu SES gehört, gestartet worden. Es waren damals zunächst 12 Satelliten, inzwischen sind es 18, die im mittleren Erdorbit bei rund 8000 Kilometer Höhe den Äquator umkreisen und Bandbreiten bis zu 1,2 Gigabit im Downlink liefern können mit verkürzter Latenz, das sind 140 Millisekunden gegenüber den über 600 bei geostationären Satelliten. Problem ist aber auch hier exorbitant hohe Preise, die sind inzwischen etwas niedriger, aber damals 2012, als wir uns das angeschaut haben, hat das kleinste Paket, was damals angeboten wurde, 150 Megabit Downstream, 50 Megabit Up, rund 1,2 Millionen Dollar für die Empfangsanlage gekostet, plus monatlich um die 200.000 US-Dollar. Über 10 Jahre wären damit Gesamtkosten von über 20 Millionen Dollar zusammengekommen. Nun, was die Alternative? Die Alternative ist Unterseekabel. Ich habe hier auch ein Demo-Exemplar hier zur Hand. Moderne Unterseekabel schaffen pro Faserpaar mit DWDM-Technik über 18 Terabit. Das sind Wellenlängen mit bis zu 100 Gigabit. Inzwischen spricht man auch über höhere Bandbreiten von bis zu 400 Gigabit. Die aktuelle
Satellitenverbindung auf St. Helena hat eben nur 50 Megabit Bandbreite und vor allem bringt so ein Unterseekabel natürlich auch verkürzte Latenz. Nun, 2011 im November kam nun die Nachricht, dass die britische Regierung nach vielen Jahrzehnten der Überlegungen sich entschlossen hat, einen Flughafen auf St. Helena zu finanzieren. Der sollte 300 Millionen Euro kosten und die Isolation der Insel beenden, aber vor allem auch Tourismus auf die Insel bringen, sie damit in die finanzielle Unabhängigkeit führen. Und man rechnete damals mit 30.000 Touristen im Jahr, die in etwa 10 Jahren dort urlauben sollten. Und ja, das sollte dann also noch Einkünfte bringen und das Leben auf der Insel, also den Lebensstandard erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit vom Mutterland eben verringern. Schon damals gab es gewisse Zweifel über die Umsetzbarkeit, es fehlte auch an touristischer Infrastruktur und es gab da auch so ein bisschen Bedenken mit diesem Flughafen, denn die Topografie auf der Insel ist schwierig, eine kurze Landebahn hätte da nur den Einsatz kleiner Jets ermöglicht, keine Direktflüge wären damit nach Europa gewesen. Dann gab es auch so eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2008, die warnte vor möglichen Turbulenzen, weil eben diese Landebahn auf ein Felsplateau gebaut werden sollte. Beide Enden sind 300 Meter tiefe Abgründe. Und man weiß eben, dass unter solchen Bedingungen Turbulenzen auftreten und das Ganze schwierig werden könnte. Diese Empfehlung, mal Testflüge durchzuführen, ist man nicht nachgekommen. Geht ja auch nur um 300 Millionen Euro hier und dachte, bauen wir doch einfach mal den Flughafen hin, mal gucken, was passiert. Also von 2012 bis 2015 wurden 8 Millionen Kubikmeter Erdreich aufgeschüttet und man hat da hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen im Stream, hat da hier so terrassenförmig da ein ganzes Tal aufgeschüttet, um dann eine Landebahn mit 1600 Meter Länge ungefähr errichten zu können. Fast gleichzeitig mit diesem Announcement des Flughafens wurde ich aufmerksam auf zwei Unterseekabelprojekte, die den Südatlantik überqueren sollten. Das war einmal Oiseas, was aber nie weitergekommen ist, und SAEX, auch bekannt als South Atlantic Express. Bei SAEX habe ich mir mal das Routing angeguckt und dann Google Earth festgestellt, dass man also dieses Kabel ziemlich problemlos versetzen könnte, also die Route etwas nach Süden verlegen und mit einer Verlängerung von insgesamt nur rund 100 Kilometern hätte man dieses Kabel sehr nah an St. Helena vorbeiführen können. Ich habe mich gewundert, ob vielleicht irgendjemand schon mal nachgedacht hat, ob die Insel vielleicht auch was mit Internet anfangen könnte und ob vielleicht bei 300 Millionen Euro Investitionen in den Flughafen auch Breitband irgendwie Sinn machen könnte. Irgendwie so Tourismus ohne Internetanbindung ist ja heute einfach auch schwierig. Und daraufhin habe ich einfach mal E-Mails geschickt an die Inselregierung und an das Unternehmen hinter diesem SAEX-Kabel und mal einfach versucht herauszufinden, ob es da irgendwelche Überlegungen gab. Zu meiner Überraschung hat sich niemand darüber Gedanken gemacht. Und da habe ich mir dann überlegt, das wäre doch einfach auch ein guter Vorschlag im Rahmen eines ohnehin laufenden Anhörungsverfahrens des britischen Außenministeriums zu den Lebensverhältnissen in Überseegebieten und wie man die verbessern könnte. Da habe ich also meinen Vorschlag eingereicht, dass man vielleicht auch dieses Kabel anlanden könnte. Und die Innenregierung zeigt ein gewisses Interesse. E5 Telekoms reagierte zunächst gar nicht und als Ergebnis auf meine Eingebung in dieses Konsultationsverfahren wurde dann tatsächlich Monate später eine Zusammenfassung veröffentlicht und da wurde mein Vorschlag Internet Access an allerletzter Stelle erwähnt hier. Ja, ich dachte irgendwie, das
kann es nicht sein. Das ist eine einmalige Chance. Unterseekabel kommen nicht alle Tage an der Haustür quasi vorbei. Und man müsste diese Idee doch einfach mal einer breiteren Öffentlichkeit zutragen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ich mache mal eine kleine Website. Das ist connectcentralina.org. Die habe ich am 8. Januar 2012 gestartet, ein bisschen Präsenz auf Social Media aufgebaut, britische Abgeordnete angeschrieben und was man eben so tut. Kurz darauf hat auch ein Brite, James Greenwood, der seinerzeit Lehrer auf St. Helena war und bald übrigens wieder, der hat eine Online-Petition in Großbritannien gestartet. Ich konnte das seinerzeit nicht, weil das eben nur britischen Staatsbürgern vorbehalten ist. Und naja, die hätte 10.000 Unterschriften gebraucht, um eben ins Parlament zu gelangen. Das ist uns auf diesem Wege leider nicht gelungen. Als dann 6 Monate später oder die Petition geschlossen wurde, hatten wir gerade mal 653 Unterschriften. Aber noch lange davor ist die Presse darauf aufmerksam geworden. Wir hatten da also ein bisschen Coverage auch bei BBC und Wired und sonst wo. Und das führte dazu, dass eben auch zwei britische Abgeordnete parlamentarische Anfragen stellten und eben sich erkundigten, ob man diese Chance, die Insel an dieses Unterseekabel anzuschließen, mal ergründen könnte und sollte. Und die britische Regierung äußerte da durchaus Interesse und kündigte an, dass man da ein Full Economic Assessment, also eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, durchführen müsste und dass man mit der Regierung in St. Helena in Verbindung stünde. Die sozioökonomischen Effekte von Breitband, die sind ja unbestritten heute. Ich habe schon erwähnt, Förderung des Tourismus, fördert aber auch bestehende Wirtschaftszweige. Die sind in St. Helena nicht ausgeprägt, aber durchaus gibt es da die ein oder anderen Anwendungen, wo man mit Breitband wirtschaftliche Stimulation auslösen könnte. Ja. Das Bildungswesen könnte massiv verbessert werden. Das ist natürlich sehr schwierig, eine Insel mit 4.500 Einwohnern, da die Bildung auf dem Niveau des Mutterlandes zu halten, gerade bei dieser Distanz zum Mutterland. Und auch ein entscheidender Punkt wäre eben die bessere Gesundheitsversorgung. Auch das ist natürlich schwierig auf so einer entlegenen Insel. Da ist es natürlich unmöglich, Spezialisten und alle Fachrichtungen da abzudecken. Ja, die ökonomischen Effekte, ich erwähnte sie schon, da gibt es also auch interessante Beispiele aus aller Welt, vor allem aber auch aus Afrika gibt es Untersuchungen, die eben Unterseekabel zum wirtschaftlichen Wachstum beigeführt haben, wie zum Beispiel Mobile Payment, ja, also komplett elektronische Zahlungssysteme, handybasiert, plötzlich da neue Handelsformen ermöglicht haben, wie plötzlich Bauern, denen fahrende Händler bislang ihre Ernte für einen Scherzpreis abgeluchst haben, plötzlich die Marktpreise in der nächstgrößeren Stadt erfragen konnten und dann über elektronische Wege eben auch ihre Ernte dann besser verkaufen konnten und so weiter. Es bringt natürlich auch neue Arbeitsplätze. Callcenter wären zum Beispiel eine interessante Anwendung auf St. Helena, wo er Englisch Muttersprache ist. Heute sind kaum noch Insel- und Küstenstaaten ohne Glasfaserzugang geblieben. Es sind im Prinzip noch 7, 8 sehr kleine Inseln, die keinen Zugang zu Glasfaser-Unterseekabel haben. Eritrea ist noch eines der größeren Länder oder das letzte große Land, was meinem Kenntnisstand keinen Glasfaser, zumindest keinen Unterseekabelzugang hat. In Planung sind Unterseekabel für 5 Länder oder Inselstaaten unter St. Helena und in den letzten 2 Jahren haben also hier eine ganze Reihe pazifischer Inselstaaten vor allem ihre Unterseekabel bekommen. Ja, 2012 gab es ein ITU-Meeting, also das ist die Internationale Fernmeldeunion. Da sollte in einer der Resolutionen eine Verpflichtung beschlossen werden, Inselstaaten eben zu helfen beim
bei der Anlandung von Unterseekabeln. Die britische Regierung hat das Ganze aus politischen Gründen nicht unterzeichnet. Da ging es aber nicht nur um Unterseekabel, sondern da waren eben auch andere Punkte, die damit beschlossen werden sollte. Und kurz darauf hatten wir dann also 2013 die Schlagzeile, dass im Prinzip St. Helenas Wunsch nach einem Unterseekabel damit gescheitert sei. Das stimmte alles nicht so ganz, aber dazu später mehr. Die Schwierigkeit von solchen Inselstaaten bei der Vernetzung sind zahlreiche. Also es sind oft eben politische Rahmenbedingungen und die ganze Regulation, die ja nicht passt. Monopole insbesondere, die das schwierig machen. Politische Risiken oftmals, geopolitische Konflikte, die wir in den letzten Jahren auch immer wieder hatten im Pazifischen Ozean. Ganzen Genehmigungen und Lizenzen. Ein großes Problem ist aber auch vor allem und eines der Kernprobleme auf St. Helena ist halt die kleine Bevölkerung, dementsprechend nur ein sehr kleiner Markt und eben eine kleine Userbase, die diese Betriebskosten dann nachher decken kann. Und das wirkt sich natürlich dann gerade bei geringem Einkommen auf die Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit solcher Projekte aus. Ja, 2 Jahre später, Sommer 2015, war immer noch nicht viel passiert. Die britische Regierung hat in der Zwischenzeit da sich ein offizielles Angebot eingeholt von diesem SAEX-Kabel. Und die Zahlen, die ihr hier seht, das sind jetzt nur beispielhafte. Aber grob gerechnet erwartete man etwa 6 Millionen Kosten für die Verlegung und die Anlandung des Kabels, einschließlich der Kabellandestation. Aber der Großteil der Kosten wäre tatsächlich für die sogenannte IRU gewesen, die Indefeasible Right of Usage. Das ist also Kapazität, ein Anrecht auf Kapazität, was man bei Laufzeiten von 10, 15, teilweise 20 Jahren erwirbt. Ihr kennt das auch von terrestrischen Glasfaserkapazitäten. Das wäre mit 10 Millionen Dollar etwas zu Buche geschlagen und man hätte eben die laufenden O&M-Charges gehabt. Also da wären auch nochmal 300 bis 400.000 Dollar jährlich angefallen. Und da war die Frage, selbst wenn man also dieses Kabel da und die ILU bezahlt und dafür irgendwie Fördermittel bekommt, wie kann man diese laufenden Kosten abdecken? Und da war die britische Regierung sehr reserviert. Und ich habe mich dann also aufgemacht, irgendwie alternative Wege zur Finanzierung des Kabels zu suchen und bin auf einiges ein interessantes Exempel gestoßen, und zwar ist das Spitsbergen, auf Englisch Svalbard. Das ist nun also eine norwegische Inselgruppe im Polarmeer. Und die hat 2004 ein Unterseekabel bekommen, und zwar gleich einen Ring, also zwei redundante Legs. Und dieses Unterseekabel wurde hauptsächlich finanziert von Raumfahrtbehörden, darunter auch der NASA, um eben eine Bodenstation, eine Satellitenbodenstation zu vernetzen und eben hohe Bandbreiten dorthin zu bringen. Und der Grund war einfach, dass man in so hohen Breitengraden eine hohe Kontaktfrequenz zu Satelliten in polarer Umlaufbahn hat. Die sind im Prinzip bei jedem Umlauf haben die ein Downlink-Window, also einen Kontakt zu dieser Bodenstation, weil sie natürlich immer den Nordpol überqueren. Ja, warum sollte man nun eine Bodenstation auf St. Helena errichten? Die Sache ist, Satellitenkommunikation geht grundsätzlich nur bei freier Sichtlinie zwischen Satellit und der Erdfunkstelle. Und die ganzen erdnahen Satelliten, die sehen eben nur einen Bruchteil der Erdoberfläche. Das verringert auch einfach die Dauer, während der sie Daten zur Erde übertragen können. Also so ein erdnaher Satellit umkreist die Erde ungefähr in 80 bis 130 Minuten. Und das bedeutet, dass man über so eine Bodenstation auch immer nur so ein Downlink-Window von unter 10 Minuten hat ungefähr. Und das heißt dann auch, dass man eben die Daten nur übertragen kann, wenn man in Reichweite solcher Bodenstationen ist. Deswegen
gibt es auch eben um den Erdball verteilt Bodenstationen und die Gesamt-Downlink-Kapazität hängt eben davon ab, wie viele Überflüge pro Orbit man über eine Bodenstation eben hat. Ja, und der Anreiz, da mehr Bodenstationen auszubauen, ist einmal die Akquisitionsdauer, also wie viel Zeit vergeht, bis zum Beispiel ein Erdbeobachtungssatellit Aufnahmen runterschickt auf die Erde und sie eben verarbeitet werden können. Da spielen teilweise Minuten eine Rolle. Dann haben wir auch den Trend zu wachsenden Datenmengen. Also diese ganzen Satelliten sammeln viel mehr Daten. Das sind teilweise hunderte Terabyte pro Umlauf und die müssten teilweise schon heute verworfen werden, zum großen Teil, weil einfach nicht genug Übertragungskapazität da ist. Und so eine Bodenstation auf St. Helena würde eben ein neues Downlink-Window eröffnen und den Satelliten über dem Südatlantik die Möglichkeit geben, Daten zu übertragen. Und das Interessante wäre jetzt natürlich, dass so eine Bodenstation eben auch sehr viel Bandbreite braucht, um diese Daten, die Bodenstationen da empfangen, eben abzuleiten. Und das kann natürlich nur über das Unterseekabel passieren, in dem Gigabit-Bereich, über den wir sprechen. Und damit könnten eben solche Bodenstationen da Anchor Customers werden auf dem Unterseekabel und zu den laufenden Kosten beitragen. So, das war mein Gedanke. Ich habe dann angefangen, mich an Satellitenbetreiber zu wenden und ich hatte innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, 7 Interessenbekundungen. Ja, hier steht es auch. So, damit habe ich mich an einen britischen Abgeordneten, einen Lord, das Lord Balfe, gewandt. Der lud mich da nach Westminster ein und ich trug ihm also die Situation vor und die britische Regierung dieses Kabel ablehnte und wir aber hier eine riesige Chance hätten und die ganzen Bodenstationsbetreiber interessiert sind. Und naja, der fand die Idee gut, schrieb daraufhin auch einen Brief an das Entwicklungshilfeministerium und das Außenministerium, was dann plötzlich ja, der Sache aufgeschlossener wurde und ankündigte, das zu ergründen und das Potenzial eben der Bodenstation auch und wie sich das auf die Wirtschaftlichkeit des Kabels auswirken würde. Ja, ich habe weiter so ein bisschen die Werbetrommel gerührt und wurde da auch von der ESA mal auf so eine Konferenz eingeladen. Wir haben hier so eine Website gestartet, earthstation.sh, wo wir also St. Helena als Standort für Bodenstationen bewarben. Und das sah alles ganz gut aus. Ja, unterstützt das britische Entwicklungshilfeministerium oder DFID, Department for International Development, das Kabel? Wir dachten ja, bis dann 2016 der Flughafen eröffnet werden sollte. Ich erwähnte ihn vorhin, 300 Millionen Euro hat er gekostet. Also hat man vor der Aufnahme des Liniendienstes ein erstes Flugzeug, ein Boeing 737-800 nach St. Helena geschickt und das sollte dann also so ein kleiner Erprobungsflug werden. Es hat nicht so gut geklappt, denn da traten unerwartete Scherwinde auf. Die Piloten, das war also die erfahrenste Crew von Comair, das ist eine südafrikanische Fluggesellschaft, die mit British Airways Lackierung flog im Franchise. Ja, die hatten die erfahrenste Besatzung an Bord, die konnte erst beim dritten Mal landen. Da findet ihr auch bei YouTube ein Video, diese Anflugversuche zeigte. Ja, Problem war einfach, es treten Turbulenzen auf am nördlichen Ende der Landebahn. Die kann man im Prinzip nur zuverlässig vermeiden, indem man vom Süden anfliegt. Vom Süden aber hat man Rückenwind und da kann man auf 1600 Meter nicht mit der Boeing 737-800 landen. Also Flüge waren erstmal da eingestellt. Man ist letztendlich mit einem kleineren Embraer 190 hingeflogen. Und als Ergebnis gab es hier Riesenkritik in der britischen Presse und das Ganze wurde zu einem politischen Debakel. Ja, the most useless airport of the world hieß es. Und ja, seitdem wurde St. Helena zu einem höchst heiklen Thema in London und die Finanzierung eines weiteren Millionenprojekts wie das Kabel
stand nicht mehr zur Debatte. Parallel entwickelte sich der New Space ziemlich rasant, also die private Raumfahrtbranche, federführend da wahrscheinlich SpaceX mit ihren wiederverwendbaren Raketen, die im Prinzip den Start und also die auch schon die Herstellung und Start von Satelliten um Faktor 10 bis 100 günstiger gemacht hat. Das zurückzuführen auf den technologischen Fortschritt, Miniaturisierung von vielen Komponenten, auch wegen der Smartphone-Technik. Aber wir haben immer mehr Erdbeobachtungsanwendungen, auch private Betreiber von Erdbeobachtungssatelliten, diese ganze Fernerkundung. Ist ein großes Thema geworden, seit ich mich um seinen Kalender kümmere, also seit 2011, 12. Und das Ganze boomte, ja. Hier seht ihr auch mal so einen kleinen Vergleich, der hinkt jetzt allerdings, das sind jetzt schon Äpfel mit Birnen, die ich hier vergleiche, aber links einen traditionellen geostationären Satelliten, der eben fast 6 Tonnen wiegt und rechts von Swarm Technology ein CubeSat, der also nur noch 450 Gramm wiegt und in die Handfläche passt und hier Schmalband-IoT-Dienste anbieten kann. Und wir standen in den letzten Jahren und sind heute inmitten eines Booms. Es werden sehr viele Satelliten ins All geschossen. Ihr werdet alle von SpaceX und Starlink mitbekommen haben. Eine wirklich rasante Entwicklung da und dementsprechend nimmt eben auch der Bedarf an Bodenstationen zu. Ich habe es schon vorhin geschildert, wir haben da also enorme Datenmengen, die so ein Satellit sammelt und eben abführen muss. Das geht eben nur beim Überflug über die Bodenstation. Wir haben gleichzeitig immer mehr Satelliten, es kommen auch Probleme mit Interferenzen dazu. Und schlussendlich, der Markt wächst enorm. Und so eine Insel mitten im Südatlantik ist auch von dem her interessant, weil ringsum kein besiedeltes Gebiet ist. Da hat man also auch sehr geringes Hintergrundrauschen in den ganzen Funkfrequenzbändern und keine Interferenzen und so weiter. Also das ist eigentlich ziemlich attraktiv. Ja, hier so ein paar Beispiele eben für die Erdbeobachtung. Also das ist für ökologische Beobachtungen interessant. Es ist aber auch hier, gibt es inzwischen Anwendungen, um eben vollautomatisiert, cloudbasiert eben illegales Fischen aufzustöbern, beziehungsweise auch hier illegale Verklappungen, also Ölentsorgung zu entdecken. Und die Aufnahmen hier habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, die Ever Given hier im Suezkanal oder die Wakashio, so ein Tankerunglück im Juli 2020 vor Mauritius. Der Nutzen ist unbezweifelt. Gleichzeitig haben wir aber auch die Megakonstellationen, also das sind sehr große Konstellationen von Hunderten bis Tausenden von kleinen Satelliten, die Breitbanddienste, also weltumspannendes Internet anbieten sollen. Das ist wohl SpaceX mit Starlink am prominentesten, die inzwischen 1445 von den ersten 1585 Satelliten im All haben. Also die Konstellation ist fast fertig. OneWeb hat aktuell 146 Satelliten im All, hat da so einen kleinen Rücksetzer gehabt durch ein halbes Jahr Insolvenz letztes Jahr, aber ist nun auch wieder zurück und will bis Ende nächsten Jahres die komplette Konstellation von 600 Satelliten gestartet haben. All diese sogenannten Megakonstellationen brauchen Gateways. Und hier ist eben im Unterschied zu den Erdbeobachtungssatelliten sind wir bei einem Echtzeitkommunikationsdienst. Also die Erdbeobachtungssatelliten operieren nach dem Store-and-Forward-Prinzip. Die speichern die Daten und sobald sie in der Nähe oder in der Reichweite einer Bodenstation kommen, werden sie eben zur Erde gedownlinkt. Bei Echtzeitkommunikation geht das natürlich nicht. Da braucht man eben ständig eine Verbindung zu einer Bodenstation. Und von St. Helena aus könnte man natürlich wunderbar die Versorgung des Südatlantiks bewerkstelligen. Ein Gateway dort würde dann also die ganze Schifffahrt über Inseln, Flugzeuge, was eben so unterwegs ist im Südatlantik und Teilen des westlichen Küstenstreifens entlang des afrikanischen Kontinents so ist, das könnte man mit Breitband dann versorgen.
Genau. Und natürlich, diese ganzen Megakonstellationen würden enorme Bandbreiten an Backhaul-Kapazität benötigen, um den ganzen Datenverkehr eben auch abzuführen. St. Helena hat aber auch regulatorische Vorteile. Ich führe immer wieder gerne dieses Beispiel von Globalstar an. Das ist ein Schmalband-Satellitentelefonie-Anbieter, der lange Jahre, also von 2000 bis 2018, hatten die keine Versorgung im südlichen Afrika. Grund war, sie hatten eigentlich ein Gateway gebaut in Südafrika, haben 40 Millionen Dollar investiert, aber dann gab es irgendwie Streitigkeiten mit den Regulierungsbehörden und schlussendlich haben sie nie die Betriebserlaubnis bekommen, obwohl die eigentlich mal zugesprochen war und die Bodenstation blieb eingemottet 18 Jahre lang. Mussten die komplette Investition da abschreiben und 18 Jahre lang konnten sie keine Dienste anbieten in einem Gebiet, wo es wahrscheinlich am nötigsten gewesen wäre. Ja, dieses Bodenstationsprojekt auf St. Helena erleichtert die Finanzierbarkeit des Kabels ganz erheblich. Die Bodenstationen würden 10, eher 50 Mal mehr Kapazität benötigen und eben auch abnehmen, als die Inselbevölkerung benötigen wird. Das senkt natürlich die Kosten und verringert den Anteil an Betriebskosten, die die Inselbevölkerung tragen müsste. Die Bodenstationen würden ein paar Arbeitsplätze schaffen für den Bau, aber auch später für den Betrieb der Bodenstation. Würde der europäischen Raumfahrt auch dienen, würde auch die lückenlose Überwachung der Hoheitsgewässer um St. Helena, also Schutz vor Fischerei, illegaler Fischerei und Meeresverschmutzung vorbeugen. Und man könnte eben mit diesen Megakonstellationen auch Breitbanddienste auf St. Helenas Nachbarinseln, Ascension und die andere, habt ihr vielleicht am Anfang gesehen, habe ich aber nicht explizit erwähnt, Tristan da Cunha bringen. Tristan da Cunha ist nochmal 2000 Kilometer südlicher von St. Helena, leben nur 200 Menschen in größter Isolation. Und das ist tatsächlich gilt als die isolierteste Insel der Welt, gemessen an der Distanz zum nächstgrößeren besiedelten Gebiet oder nächstgrößeren Siedlung, genau. Ja, die Frage war nun, wie finanziert man dieses Kabel? Man hat also hier Bodenstationen womöglich, die viel Kapazität abnehmen, aber so ein großes Interesse war da jetzt auch nicht, um das komplette Kabel da zu finanzieren. Und da war eben St. Helenas Rolle als britisches Überseegebiet ein Problem. Die britische Regierung wollte es irgendwie nicht bezahlen. Die ganzen Entwicklungshilfebanken zahlen nichts an Überseegebiete, weil in deren Augen St. Helena Teil Großbritanniens ist, was auch, denke ich, richtig ist. Und letztendlich nach vielen Verhandlungen, Gesprächen sprang die Europäische Union ein. Und zwar über den 11. Europäischen Entwicklungshilfefonds. Und der sah schon seit jeher, und das war auch schon vor Brexit, 21,5 Millionen Euro Budget für St. Helena vor. Das war eben ja, für einen sechsjährigen Zeitraum. Frage war, für was verwendet man dieses Geld? Da gab es verschiedene konkurrierende Projekte und schlussendlich hat die Europäische Union dann die 21,5 Millionen Euro tatsächlich für das Kabelprojekt bzw. für eine Digital Strategy da zugeteilt. Davon sind dann 17 Millionen Euro für das Unterseekabel vorgesehen gewesen. Das Ganze war im Juni 2018, ist zum Vertragsschluss da. Ja, wir hatten nur ein kleines Problem. Und zwar unser Kabel SAEX, South Atlantic Express, war immer noch nicht finanziert. Es war inzwischen Frühjahr 2019. SAEX war eigentlich im Jahr 2011 angekündigt worden. 8 Jahre lang ist es der Projektgesellschaft nicht gelungen, die Finanzierung für SAEX zu bewerkstelligen. Und die Mittel von der Europäischen Union standen eben unter dem Vorbehalt gewisser Zwischenziele, die erreicht werden müssten. Und eines davon war eben, dass bis Ende 2021 70% der Haushalte auf St. Helena Bandbreiten von 10 bis 17 Megabit haben müssten.
Damit war also auch diese komplette Finanzierung in Gefahr und durch Brexit hätte man dann auch keine Anschlussfinanzierung bekommen, das Geld wäre weg gewesen. Glücklicherweise hatte ich mich aber im Januar 2018 hatte ich mich mit jemandem bei Google unterhalten und seinerzeit war von Equiano noch überhaupt nichts bekannt. Das Kabel ist, glaube ich, erst dann im Sommer 2019 offiziell geworden. Und ja, Google hat sich bereit erklärt, einen Abzweig von Equiano nach St. Helena zu legen. Das ist ein sehr langer Abzweig. Wir reden hier über 1100, 1200 Kilometer, während SAIX nur etwa 50 Kilometer gewesen wäre. Google war da also relativ großzügig. Ich denke, die werden da nicht keine Marge gehabt haben auf diesen Abzweig. Das hat also tatsächlich einen, wie soll ich sagen, Social Responsibility Hintergrund. Und im Sommer 2019 ist auch schon die Meeresbodenerkundung losgegangen. Das Kabel und die genaue Route ist eigentlich nie ist genau publiziert worden. Links seht ihr die Grafik aus der Google-Ankündigung. Rechts, was man anhand von Schiffstrackern, die auf EIS-Signalen basieren, eben über den Routenverlauf der Meeresbodenerkundung eben so rausfindet. Und ja, das Equiano-Kabel wird von Portugal nach Südafrika führen, dort verschiedene Abzweige haben. Hier seht ihr, das Hauptkabel sind nach meinen Ermittlungen wird das etwa 10.800 Kilometer lang sein. Der Abzweig nach St. Helena sind knapp über 1.100 Kilometer. Und die Latenzen leiten sich natürlich da ab. Die Inbetriebnahme des Kabels ist im ersten Halbjahr nächsten Jahres erwartet. Die Kabellegeoperationen werden in Kürze beginnen. Auf St. Helena erwartet man das Kabellegeschiff im Juli. Das Equiano-Kabel ist ganz interessant. Das bringt mich ein paar Innovationen mit. Also zum einen haben wir da eine sehr hohe Faseranzahl. Es sind 16 Paare gegenüber bislang meist 8. Es verwendet SDM-Technologie. ASN hat da keine genauen Daten bislang veröffentlicht, aber ich gehe davon aus, dass jede Phase nun 4 statt einem Kern haben wird und dadurch erreicht man 20 Terabit pro Faserpaar. Es hat auch Fiber-Level-Switching, das heißt, zu den Abzweigen kann man jetzt nicht nur einzelne Wellenlängen abzweigen, sondern man kann komplett eine Phase oder mehrere Phasen ein- und ausleiten. Und insgesamt wird Equiano wohl auf 320 Terabit Kapazität kommen. Der Abzweig nach St. Helena wird 4 Faserpaare haben. Damit haben wir eine theoretische Kapazität von 80 Terabit. Genau. Im Dezember 2019, an Heiligabend, kam es dann auch zum letztendlichen Vertragsschluss zwischen St. Helena und Google. Und hier seht ihr auch einen Bericht von der FAZ. Das war und ist alles in trockenen Tüchern. Schwierigkeit ist nur geblieben mit dem Telekom-Monopol auf der Insel. Dort gibt es eine Gesellschaft namens Sure South Atlantic. Das war ehemals Cable & Wireless South Atlantic. Das ist zwischen eine hundertprozentige Tochter der bahrainischen Batelco. Und die hat eben ein Monopol auf sämtliche Telekommunikationsdienste. Sure arbeitet mit dem Geschäftsmodell aus dem letzten Jahrhundert. Es ist Low Volume, High Margin, also wie die Telekom vor 1998, vor der Liberalisierung. Alles ist extrem teuer. Telefonie kostet zumindest die Auslandstelefonie 1 Euro die Minute. Pay-TV sind irgendwie fast 40 Euro im Monat für ein paar, 14 Kanäle minderer Güte. Internet extrem teuer und eben auch langsam und unzuverlässig. Und die Internetpreise sind mindestens doppelt so teuer wie
sämtliche vergleichbaren Inselstaaten und vor allem auch wie Shire auf den Falklandinseln, wo sie ebenfalls das Monopol haben, anbieten. Glücklicherweise endet die Lizenz von und damit das Monopol von Shire am 31. Dezember 2022, also anderthalb Jahre, nachdem das Kabel in Betrieb geht, hoffentlich. Entschuldigung, ein halbes Jahr, nachdem das Kabel in Betrieb geht, sollte die Lizenz eben da auslaufen. Und theoretisch könnte man dann natürlich was machen und die Internetversorgung verbessern. Die Schwierigkeit ist allerdings eine kleine Lizenzbedingung. Die sieht vor, dass sollte die Lizenz nicht verlängert werden, bekommt Shire Anspruch auf Entschädigung aller Sachwerte auf der Insel. Das heißt, die Inselregierung muss ihnen sämtliche Infrastruktur, Netze, Gebäude, Fahrzeuge abkaufen und man schätzt, dass es ungefähr 5 Millionen Pfund sind. Hier seht ihr so einen kurzen Überblick über die Preise. Broadband, also die Internettarif hatten wir schon. Fernsehen, ich sehe hier sogar, das sind 40 Pfund für das kleine Paket im Monat. Telefonie zwischen 4 Pence und 10 Pence auf der Insel und ins Ausland sind wir dann sofort bei einem Euro und aufwärts. Die Probleme mit dem Monopol sind also einmal hohe Preise, geringe Dienstgüte, wir haben da viele Ausfälle, die Infrastruktur ist veraltet, unzureichende Regulierung, das ist ein großes Problem und unzureichende Aufsicht. Das Geschäftsmodell ist überkommen. Und dann hatten wir von Shire auch Widerstand gegen das Kabelprojekt und eine regelrechte Kampagne gegen das Kabel. Unter anderem als Teil dessen haben sie also immer Zweifel an diesem Potenzial der Bodenstationen da geäußert, haben aber gleichzeitig auch schon klangheimlich da Bodenstationen angesiedelt. Das ist zum Beispiel Spire, Betreiber von kleinen Satelliten. Das sind allerdings alles Schmalbanddienste, ja, also das sind ein paar Kilobit, die benötigen. Dann haben wir auch so ein paar abschreckende, warnende Beispiele von den Falklandinseln, wo Shire ebenfalls das Monopol hält. Und wir einfach sehen, dass so ein Kleinstaat einfach nicht imstande ist, vernünftig Telekommunikation zu regulieren. Wir hatten auch hier auf der rechten Seite, seht ihr ein Zitat aus einem Bericht, einer Studie des britischen Entwicklungshilfeministeriums, was also schon 2016 im Oktober festgestellt hat, dass diese ganzen Monopole auf St. Helena, die haben wir im Übrigen auch bei Energieerzeugung und auch im Bankenbereich, dass sie einfach die wirtschaftliche Entwicklung hemmen. Zur Schwierigkeit der Regulierung und Zuverlässigkeit von Shire haben wir da also ein paar anschauliche Beispiele, aber das Augenscheinlichste ist hier eine der vielen Ausfälle der totalen Internet-Blackouts im April 2019. Sollten nachts Wartungsarbeiten stattfinden und dann hatten wir plötzlich einen vierstündigen kompletten Internet-Blackout tagsüber. Bei hellem Tageslicht finden diese Wartungsarbeiten dann auch teilweise statt und St. Helena und die Falklandsinseln waren plötzlich offline. Bei der Gelegenheit stellte sich dann auch heraus, dass Shire in Verletzung der ICANN-Guidelines die komplette falkländische DNS-Zone, also die .fk-Domain, auf lediglich zwei Servern, die beide auf den Falklandsinseln im selben AS-Netz und sogar im selben Subnetz betrieben werden, ja, wodurch man also keinerlei Redundanz, keine Diversität hat. Und das führte eben immer wieder bei solchen Ausfällen dann eben auch zum Ausfall der kompletten FK-Domain. Zone. Es gibt da einen Blogger, Chris Gare, der betreibt diesen Open Falklands Blog, wo er also diese ganzen Missstände in der Telekommunikation auf den Falklandsinseln immer wieder hervorhebt und da dokumentiert. Auch ein tolles Beispiel von den Falklandinseln, die einfach zeigen, dass man auch auf St. Helena größte Schwierigkeiten haben wird, selbst mit besserer Regulierung. Es ist dieser Vorfall hier im Oktober 2019, fing es an mit Internetausfällen. Shire hat dann zuerst da technische Probleme in ihrer Infrastruktur da als Grund angegeben. Am selben Tag noch behaupteten sie, dass Amazon, Google und Facebook weltweite Ausfälle hätten.
Dann zog sich das alles so hin, Oktober, November. Also wir hatten da irgendwie 2 Wochen lang Ausfälle und ständig neue Ausreden. Und schlussendlich gab es dann von dem dortigen Regulierer, auf den Falklandinseln gibt es schon einen richtigen Regulierer oder Regulierungsbehörde, das ist eine Person, die allerdings seinerzeit keinerlei Background in Telekommunikation hatte. Und diese Person hat dann, also dieser Regulierer, hat dann also diesen Bericht angefertigt und veröffentlicht und dort eine anhaltende Cyberattacke als Grund für diese Störungen ausfindig gemacht. Und den Beweis, den man dafür eben anführte, war Shures eigener Incident Report, deren Beschwerdedaten, die sie vorliegen hatten von Kunden und E-Mail-Verkehr, der zwischen Shure und dem Regulierer stattfindet. Ja, also es gab überhaupt gar keine neutrale Stelle, die irgendwie überprüft hätte, geschweige denn hat der Regulierer irgendwelche Instrumente, um zu überprüfen, ob hier wirklich eine Cyberattacke stattfand. Ja, das Telekom-Monopol, dieses Slide habe ich leider nicht mehr geschafft zu übersetzen. Es ist halt voller Probleme. Die Internettarife sind, wie gesagt, sehr hoch. Ein großes Problem ist auch einfach das Überschießen des Datenvolumens. Also man hat sowieso immer begrenztes Datenvolumen. Überschießendes Datenvolumen kostet dann plötzlich dann bis zu 670% mehr. Man hat keine vernünftige Kostenkontrolle. Man bekommt da zwar irgendwie eine E-Mail, dass das Datenvolumen jetzt aufgebraucht ist, nur wenn das halt nachts passiert und das iPhone oder iPad da anfängt, ein Update zu ziehen, dann hat man halt am nächsten Morgen da irgendwie 100 Pfund ja, Zusatzkosten und es ist bei dem Einkommen, den man auf St. Helena hat, also ja, höchst schmerzlich und hält die Leute einfach davon ab, Internet zu benutzen. Es hält sie davon ab, Updates zu ziehen. Ja, das macht die Insel auch einfach für Cyberattacken anfällig, weil die Leute eben keine Updates installieren. Dann Shure ist auch kennt keinen Verbraucherschutz. Also wenn man da irgendwie ein paar Tage mit den Rechnungen zurückkriegt, wird einfach abgeschaltet. In einem Fall war die Eigentümerin vom Hotel betroffen und nachdem ihr Dienst dann wieder da hergestellt wurde, war dann auch ihre Mailbox gelöscht mit sämtlichen Hotelreservierungen ihrer Gäste drin. Dann Shure verbietet beispielsweise auf Grundlage ihres Monopols auch WLAN-Hotspots zu betreiben. Ja, das stellt auch viele von den kleinen Hotels eben vor große Schwierigkeiten, weil sie ihren Gästen einfach kein Internet anbieten können. Shure besteht darauf, dass sie eben nur ihre eigenen Hotspots betreiben. Nur wo sie die betreiben, das suchen sie sich auch selbst raus. Also da gibt es auch Beispiele von Leuten, die dann einen Hotspot einfach in ihrem kleinen Gästehaus betreiben wollten und ja, durften sie nicht. Shure wollte auch keinen eigenen aufstellen, also kann dieses Gästehaus kein Internet anbieten. Ähnlicher Fall wollte eben ein junger Mann ein Internetcafé eröffnen und das stellt aber in Shures Augen auch eine Verletzung ihres Monopols dar, weil er eben dann Telekommunikationsdienste wieder verkauft und das wurde ihm dann auch untersagt. Ja, das zieht sich so also quer durch die ganze Geschäftspraxis von Shure und hemmt einfach diese ganze Insel vom ja, Nutzung und Adaption von Internet. Und die große Sorge ist nun, was passiert, wenn das Kabel kommt? Wie wird sich das eben auswirken? Und wir hatten da auch in der Vergangenheit, da gab es Radiointerviews und so weiter. Und Shure hat nun also auch schon angekündigt, dass unbegrenztes Datenvolumen sei also keine Selbstverständlichkeit, wenn das Kabel kommt. Man hat sich da auch bemüht, im Rahmen von einem Konsultationsverfahren, dass man also gewisse OTT-Dienste ausschließt. Also da war die Rede davon, dass man also VoIP blockiert, einfach um das Geschäftsmodell Shures zu schützen und jegliche Innovation zu verhindern. Wir hatten zwischendurch die Idee, ein Non-Profit-ISP auf St. Helena zu starten und eben ja, ein bisschen Wettbewerb zu erzeugen. Wir hatten da auch schon die Unterstützung vom DKIX. Da vielen Dank an Frank Orlowski und auch an Ivo Ivanov, die uns
einen kostenlosen Port in Lissabon angeboten hatten und auch Remote Peering nach Madrid und auch an Hurricane Electric, die uns IP Transit angeboten haben, was natürlich nur der Gipfel des Eisbergs gewesen wäre, der Upstream. Aber die Idee war, auf der Insel dann ein überwiegend Wireless-Netz aufzubauen und als kleiner Wisp da zu starten. Die Schwierigkeit ist nur, haben die Inselregierung da nicht überzeugen können, Wettbewerb zuzulassen. Beziehungsweise ist die Inselregierung da einfach Geisel ihrer eigenen Regulierungsbedingungen, ihrer eigenen Lizenz. Wie gesagt, Shire hätte Anspruch auf 5 Millionen Pfund in etwa für ihre ganze Infrastruktur auf der Insel, sobald sie ihre Lizenz nicht in der alten Form bekommen. Und das war einfach nicht möglich und nicht realisierbar, dass man da irgendwie Wettbewerb macht, weil das die Inselregierung dann zu diesen Ersatzansprüchen verpflichtet hätte. Deswegen diese Idee mussten wir leider verwerfen. Das Vergabeverfahren oder dieser Tenderprozess für die nächste Telekom-Lizenz läuft gerade. Es gibt wohl auch alternative Anbieter, aber es wird auf jeden Fall wieder auf ein Monopol hinauslaufen. Die Inselregierung plant auch, nun Regulierungen einzuführen und auch einen Regulierer zu schaffen. Aber ich habe es schon am Beispiel der Falklandinseln demonstriert. Es ist einfach für so einen kleinen Inselstaat mit 4.500 Einwohnern und einer Verwaltung, die einer Kleinstadt entspricht, unmöglich, die regulatorischen Kapazitäten zu schaffen, die eben ein Industrieland hat. Und dementsprechend wird das immer ein Katz-und-Maus-Spiel und der Provider, der Monopolist, hat immer einen Informationsvorsprung und diese Asymmetrie lässt sich mit den wenigen Mitteln, die man auf so einem Inselstaat hat, einfach nicht auflösen. Was dabei jetzt rauskommt mit diesem ganzen Monopol und wie Telekommunikation in Zukunft auf der Insel erbracht wird, ist wirklich ein Fragezeichen. Das Kabel wenigstens ist unterwegs. Hier seht ihr Fotos vom März. Da ist also die Kabellandestation als prefabricated Module angekommen, also das ist ein Containerform an in USA gefertigte Kabellandestation, die ist angekommen, es wird gerade installiert, das ist alles im Wege. Wir haben auch nach wie vor Interesse von Satellitenbetreibern. Es gab ein Konsultationsverfahren Anfang 2020, es gibt ganze Lizenzierungsbestimmungen für Bodenstationen da geregelt werden sollten. Und anhand einer Zusammenfassung, die veröffentlicht wurde, wissen wir, dass zumindest 6 Unternehmen Interesse haben. Das Atlas Space Operations ist ein amerikanischer Bodenstationsbetreiber, der über die Welt verteilt Bodenstationen betreibt. Maxar Technology ist ein Betreiber von Erdbeobachtungssatelliten. SpaceX, OneWeb, die Swedish Space Corporation und noch ein da Beteiligter, der sich nicht äußern wollte. Ja, es bleibt also spannend, was auf St. Helena jetzt passiert. Technisch, wenn wir die Bandbreite haben, wie viel davon bei den Leuten ankommt und zu welchen Konditionen, ist ein großes Fragezeichen. Und mit diesem Monopol hängt aber auch zusammen die Frage, wie viele Satellitenbodenstationen werden tatsächlich kommen. Denn so ein Bodenstationsbetreiber sieht sich heute in einem sehr wettbewerbsumkämpften Marktfeld. Und die Kosten der Konnektivität für so eine Bodenstation sind eben auch entscheidend. Und so ein Monopolist, gerade wie der auf St. Helena, der stellt da natürlich eine gewisse Abschreckung dar. Ja? Und da ist halt die Frage, zu welchen Kosten, Konditionen, welchen Service-Level-Agreements bekommt man Kapazität und kann so eine Bodenstation da betreiben? Wie hoch wird die Verfügbarkeit sein? Hat man wieder stundenlange Blackouts? All das kann man sich halt im Satellitenbereich nicht erlauben. Ja, ich habe hier noch ein
kleines Zitat, ja, von Jimmy Wales, das erspare ich euch, vielleicht können wir die Slides noch irgendwie verfügbar machen. Und ich glaube, ich habe meine Redezeit auch schon weit überschritten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann würde ich sagen, open the floor for questions. Ja, Christian, vielen lieben Dank. Es war sehr spannend und es ist eine unglaubliche Geschichte. Die erste Frage, die wir haben, zielt ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf den Teller, sondern vielmehr auf dich. Nämlich, warst du überhaupt schon mal vor Ort oder machst du das alles von zu Hause aus idealistischer Überzeugung? Also ich habe das tatsächlich alles von zu Hause gestartet und war erstmalig 2017 auf St. Helena auf Einladung der Inselregierung und war auch noch ein zweites Mal 2019 dort. Also ich war zweimal bislang dort und würde sehr gerne jetzt zur Kabelanlandung hinkommen. Die Schwierigkeit ist nur, dass aufgrund von Corona die Insel wieder weitestgehend in Isolation ist. Die wöchentliche Linienflugverbindung nach Südafrika ist unterbrochen und es gibt jetzt nur noch einmal im Monat einen Charterflug von Großbritannien aus. Und neben allerhand Reiseerschwernissen führt das eben auch zur Konsequenz, dass man einen ganzen Monat dort unten bleiben muss. Was für mich auch wegen der geringen Internetbandbreite dort unten sehr schwierig wäre, ja, also auch beruflich. Ja. Ja, da beißt sich die Katze quasi wieder in den Schwanz, aber mal gucken. Ich hoffe, du kriegst trotzdem eine schöne Impression von der ganzen Geschichte. Ich denke mal, das ist eine tolle Sache, da sein Werk irgendwo doch zur Realität kommen zu sehen, auch wenn natürlich die finale Zukunft noch in den Sternen sieht. Ich hätte, glaube ich, nie gedacht, dass das Ganze dann über 10 Jahre dauert. Ja? Also ich habe die Kampagne gestartet am 8. Januar 2012. Genau, 12. Und wenn das Kabel dann im Juli kommt, nächsten Jahres oder in Betrieb geht, nächsten Jahres, dann sind das 10,5 Jahre ungefähr. Beeindruckend. Echt herzlichen Glückwunsch, dass du da so lange dran geblieben bist. Eine andere Frage, die kam, war, nun gibt es ja das theoretische Interesse der Satellitenleute, ob sie nun kommen oder nicht. Dürfen die dann direkt an das Kabel ran oder müssen die auch wieder bei Shure einkaufen? Das ist eben einer der springenden Punkte. Also die Inselregierung hat in diesem Konsultationsverfahren zunächst gesagt, sie würden das irgendwie so im Open Access zugänglich machen, das Kabel. Schwierigkeit ist nur, du hast auf der Insel natürlich auch gewisse Strecken und Distanzen. Ich glaube nicht, dass solche Bodenstationsbetreiber jetzt anfangen, hier 20 Kilometer, 220 Kilometer redundante Kabelringe da zu legen zu den Standorten. Auch das wird davon abhängen, wird man oder zu welchen Konditionen kann man dann das Local Tail auf der Insel einkaufen, wie zuverlässig ist das und so weiter. Also das sind alles offene Fragen. Bis Juli möchte die Inselregierung die neue Lizenz erteilt haben und dann wird man sich mit dem neuen Monopolisten unterhalten müssen und hoffen, dass der vernünftiger agiert. Wir hoffen es alle. Vielleicht dazu eine passende Frage, auch wenn sie, glaube ich, im Kontext so nicht gestellt wurde. Die Frage initial war, was bringen Starlink und Co. für die Zukunft? Ich denke mal, jetzt da es ein Kabel gibt, wird das nicht die bevorzugte Lösung sein, aber vielleicht hilft es ja was bei den Monopolen von Shure oder deren Nachfolgern. Gibt es da Aussichten? Bei Starlink muss man sehen, Starlink hat ein großes Problem und das ist, die sind auf 550 Kilometer Flughöhe ungefähr. Das heißt, deren Sichtfeld auf die Erde ist sehr beschränkt. Und das heißt auch, dass bei ihrer Geometrie und bei ihrem Bodenstationsdesign können sie die Satelliten nur an die Bodenstation anbinden im 800 Kilometer Umkreis ungefähr. So, und Starlink kann mit diesem, zumindest solange die Satelliten nach dem Band-Pipe-Prinzip operieren, sprich sie haben eine Verbindung zum Gateway und zum Kunden gleichzeitig, einfach ein gebogenes Vorband-Pipe, können sie nur in 800 Kilometer Umkreis eben einer jeden Bodenstation funktionieren. Das heißt, auf St. Helena ist es 2000 Kilometer von der nächsten Landmasse entfernt, ist es unmöglich, dass da Starlink seinen Dienst hinbringt. Also das ist schon mal eine technische Hürde. Das könnte sich ändern, wenn sie ihre Inter-Satellite-Links haben. Also da war ja schon von Anfang an geplant, dass die Satelliten per Laser untereinander verbunden sind und dass du im Orbit dann routen kannst. Aber wie schnell das kommt,
Ist fraglich, die Satelliten bisher gestartet wurden, haben keine Intersat-Leitlinks und ich nehme an, dass sie auf jeden Fall 3, 4, 5 Jahre im Orbit bleiben werden. Also, und von den technischen Hürden abgesehen, hast du nun einfach das Monopol. Starlink kann oder SpaceX kann auf St. Helena, solange es ein Monopol gibt, nicht ohne Zustimmung des Monopols Dienste erbringen. Ja, das hat keinen Einfluss, wer das der Dienst kommt, ob er aus dem All kommt, ob er terrestrisch per Kabel oder Funk kommt. Es ist einfach illegal, auf St. Helena wie SpaceX oder einen sonstigen Satellitenbetreiber Dienste zu erbringen. Ob man nun eine Antenne reinschmuggeln könnte und trotzdem betreiben könnte, ist eine Frage, aber ich vermute, dass es da auch da irgendein Geofencing geben wird. Die Starlink-Antenne hat einen GPS-Empfänger, sie braucht eine akkurate Position, weil davon auch ihre Ausrichtung abhängt. Und insofern, ich gehe davon aus, dass die Satellitenbetreiber da auch dieses die Regularien berücksichtigen. Das würde ein falsches Signal senden und Regulierer auf die Barrikaden rufen, wenn sie anfangen, da illegal Dienste zu betreiben ohne Lizenz. Für die Falklandinseln ist das viel relevanter. Die liegen nämlich tatsächlich im Versorgungsbereich von Starlink. Es gibt eine Bodenstation in Chile, im südlichen Zipfel, die da zumindest beantragt wurde beim chilenischen Regulierer. Theoretisch, sobald diese Bodenstation genehmigt und gebaut ist, werden die Falklandinseln im Versorgungsbereich von Starlink. Aber auch da haben wir ein Monopol. Das geht allerdings nur ein paar Jahre weiter. Ich sehe keine Chance, ohne Shure und ohne deren Zustimmung, wie SpaceX dort Dienste erbringen könnte. Ja, wenn man so an das tatsächlich recht juristisch geltende Monopol denkt, ist das natürlich nochmal schwieriger. Fair point. Vielleicht andere Fragen noch zu St. Helena. Gibt es zum aktuellen Status quo und zu Shure, gibt es da quantifizierbare Messungen, RIPE Atlas oder sonst irgendwas? Ich nehme an, niemand wird sich privat so ein RIPE Atlas in Probe erstellen, weil wahrscheinlich auch da der Traffic unendlich viel Geld kostet. Aber gibt es da Publikationen und Co.? Bezüglich was? Internetqualität, keine Ahnung, Latenzen. Achso, eine Atlas Probe. Doch, ich hatte eine auf der Insel, aber die ist leider offline inzwischen. Ich glaube, was war das? Endete mit 133, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Aber dann war es 30, 133 war die ID. Die sah spannend aus. Die war halt ständig offline. Ne? Also jeden Tag, fast jede Nacht da irgendwelche Verbindungen, weil wohl auch die DSL-Modems dort nicht die hochwertigsten sind und ständig resynken und so weiter. Internet ist eine Katastrophe, ist auch ständig überlastet, kannst da keine vernünftigen VoIP-Dienste nutzen, also auch wenn man mit der Inselregierung agiert und so weiter, ist einfach da extrem schwierig, es sind riesige Kommunikationshürden, die man da einfach hat. Ja. Dann gab es noch die Frage zum bestehenden Kabel to Africa, was ja wohl relativ nahe an der Insel vorbeigeht, ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber waren bestehende Kabel keine Möglichkeit? Das ist die Schwierigkeit mit bestehenden Kabeln, also es ist ein Kabel gelegt worden, SACS, das ist South Atlantic Cable System von Angola nach Fortaleza, Brasilien. Das habe ich jetzt nicht erwähnt in der Präsentation, das hatten wir auch auf dem Radar, das verläuft so 300-400 Kilometer nördlich von St. Helena. Aber da haben wir einfach das Window of Opportunity, also den Moment, wo wir hätten einen Abzweig da bestellen können, haben wir verpasst. Und das Problem war einfach, dass zu dem Zeitpunkt das Geld noch nicht da war. Das Kabel ist gelegt worden, aber du kannst nachträglich in so ein Unterseekabel nicht mehr rein. Also rein theoretisch könntest du es machen, aber dann hast du zwei Probleme. Erstens sind die Kosten exorbitant, wenn du so einen Kabelleger losschickst. Ein Kabellegeschiff kostet locker eine Viertelmillion Charterrate pro Tag und aufwärts. Also allein das ist schon mal ein Riesenproblem. Das andere ist, dass du so ein Unterseekabel nicht unterbrechen kannst. Ja. Das, die Betreiber haben da natürlich Kapazität für Dutzende, wenn nicht hunderte Millionen Dollar verkauft und entsprechende SLAs. Dass das ist einfach nicht machbar möglich ist, wenn du
Und das ist auch üblich, dass man bei so einem Unterseekabel, ist auch bei Equiano passieren, dass wenn du da halt Aussicht hast, irgendwo noch einen Abzweig zu legen, dass so eine Branching Unit, also ein Abzweig mit einem Stub-Cable, also mit einem kurzen Kabelstumpf, wortwörtlich übersetzt, schon vorbereitest und dann kannst du zum späteren Zeitpunkt, also unterbrechungsfrei, das dann verlängern. Aber auch das ist mit hohen Kosten verbunden und das wäre bei St. Helena alles nicht möglich gewesen. Kurze Antwort, ein bestehendes Kabel sich doch einzuklinken nachträglich wäre schlicht nicht möglich gewesen. Und überhaupt auch mit Equiano, ist Google zu verdanken. 1200 Kilometer hätten wir unter normalen Bedingungen bei einem rein kommerziellen Projekt mit dem Budget nicht finanziert bekommen. Ne? Also das hätte wahrscheinlich schon das ganze Budget aufgefressen. To Africa ist interessant, aber es kommt einfach zu spät. Ich glaube, momentan ist Ready for Service für 23 oder 24 angedacht. Und das hätte zum erheblichen Zeitverlust geführt. Und insofern, und es war vor allem bis, weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes war es ja noch überhaupt nicht bekannt, dass das überhaupt gelegt wird. Das kam auf jeden Fall nach Equiano, ich schätze ein halbes bis ganzes Jahr. Alles klar. Christian, ich habe super viel gelernt, sowohl über St. Helena wie auch über Starlink oder generell Satelliteninternet, genauso wie über Unterseekabel. Toller Vortrag. Wir haben noch ein paar Fragen zu R6, Wettbewerb auf Unterseekabeln und auch zu Napoleon. Die würde ich jetzt mal bitten, die Leute dir am besten im Social zu stellen. Ich hoffe, du bist gleich vielleicht noch eine halbe Stunde da. Und dann würde ich erstmal mich ganz herzlich bei dir bedanken im Namen der Community und noch kurz ein paar schließende Worte sagen. So, dann hoffen wir mal, dass...